Hallo und herzlich willkommen zurück beim Book of Unwritten Tales. Tja, in der letzten Folge haben wir es mit Wilbur und den Termiten geschafft, das Artefakt aus dem Ork-Zelt herauszubekommen. Allerdings wurden wir dann hier von der Schattenwache aufgehalten und von der zukünftigen Ivo gerettet mit einem Amulett. Die hat uns so einiges erklärt. Die gegenwärtige Ivo ist mit MacGuffin gerade auf dem Weg zum Erzmagier, während die zukünftige uns hier schon wieder hilft. Wir waren selbst dieser maskierte Typ, der uns immer geholfen hat bei Nates Wettbewerben, und Wilburs Spiegelbild war der Zukunfts-Wilbur, der sich auch nicht so benommen hat, wie es eigentlich sich gehört, aber ist egal. So, wir haben bereits im Müllhaufen den genomenen Heißluftballon gefunden, mit dem wir wahrscheinlich irgendwie Massas bei dem Wettlauf manipulieren können. Oh, Mist! Bist du das, Kalob? Wie hast du mich erkannt? Nur jemand wie du kann sich so lächerlich verkleiden. Bist du immer noch Spion der Erzhexe? Wenn es so wäre, würde ich es dir nicht verraten. Ach, schon gut. Lass mich in Ruhe, Schnüffler. Dann lass ich dich in Ruhe, verstanden? Das ist akzeptabel. Dann wünsche ich den Herren noch einen angenehmen Tag. Dass der die immer so ärgern muss. Immer so schön sticheln. Okay. Die Stimme von dem kam mir sowieso ein bisschen so vor wie die von Nate, aber ich dachte eigentlich, das wäre ein Zufall. Dass er wirklich Nate ist, dann sure. So, der Zwerg. Ich muss meinen ersten Versuch schon gemacht haben. Der war eher nicht so beeindruckend. Mhm. Aber das kriegt er ja allein hin, der Gegenwart, der Vergangenheits-Nate ist es ja jetzt. Aber wir müssen das Holz... Ah nee, wir müssen ja das Holz im Zelt deponieren. Die Termiten helfen mir nur, wenn ich ihnen dieses seltene Brett bringe. Ja, stimmt. Die Termiten helfen... Und das Brett? 12 Fuß, das war Sasis Weite. Mein Versuch soll einen halben Fuß weiter gelandet sein, obwohl es aussah, als wäre er kürzer gewesen. Dann müssen wir sogar noch das Maßband manipulieren. Oh. Ich überlege wirklich, ob ich ihn abliefern oder einfach selbst meinen Spaß mit ihm haben soll. Gold ist nicht alles. Und verdient hätte er es. Aber andererseits habe ich einen Auftrag. Und meine Berufsehre zwingt mich dazu, mindestens 51% der Zielperson abzuliefern. Bleiben noch 49% für dich. Das ist wahr. Ja, sie scheinen gerade in ein Gespräch vertieft zu sein. Okay. Sockenmaßband. Das Maßband besteht aus alten, sehr billigen Socken, minderwertige Qualität und doch nicht geruchsneutral. Okay. Die müssen wir auch noch manipulieren. Wie sollen wir denn ein Maßband manipulieren? Der Zwerg. Mein zweiter Versuch wird besser sein, wenn die Termiten den Stamm aushöhlen. Mein zweiter Versuch. Nee. Auch nicht. Landkarte. Ach nee, sag bloß, wir können wieder in die Gebiete zurück. Tatsächlich. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht nicht zu nah rangehen. Slov könnte versuchen, mich mit einem Blitz zu erwischen. Dort ist jemand. Oh. Wer? Woher soll ich das wissen? Wer da sein? Naja, Massas. Ich bin die große Kopfgeldjägerin Massas. Und was willst du hier? Ich habe euch in die Falle gelockt. Ah. Massas hat ein buntes Kaninchen abgerichtet. Warum habt ihr das getan? Nun ja, ich bin Kopfgeldjägerin und ihr habt 2 Köpfe. Ich befürchte, ich kann dieses Verhalten nicht akzeptieren. Kaputt hauen! Genau. Um mich
kaputt zu hauen, müsstet ihr beiden Fleischklopse da erst einmal rauskommen. Und wie ich das sehe, wird euch das ohne Hilfe nicht gelingen. Bis später, ihr Trottel. Die beiden könnten ein kleines Problem für Masas bedeuten, sobald sie aus der Spalte kommen. So halten wir die auf, ja? Okay, man muss das hier ja echt gerissen lösen. Finde ich gut. Allzu lange wird es nicht mehr brennen, aber momentan macht es noch gut Wärme. Allzu lange wird... Okay, mit dem Feuer irgendwas anstellen? Nee, Socken verbrennen. Ah, füll den Ballon mit heißer Luft. Ich habe kaum die Zeit, hier grundlos Ballons steigen zu lassen. Noch ist es grundlos, aber... So, was haben wir hier irgendwo? Der Schrank wieder, hm? Mal sehen, ob der Schrank etwas zu bieten hat, was ich vorhin noch nicht gebraucht habe. Der gleiche Krempel wie vorhin. Außer, was ist das? Eine kleine Schachtel. Zloffs Zahnseide, Finger weg, steht da drauf. Zahnseide ist gut. Das ist eine Sehne von irgendeinem Tier, über einen Meter lang und reißfest. Über einen Meter lang und reißfest? Die können wir wahrscheinlich irgendwann mit dem Ballon benutzen, aber... Okay. Wir müssen wieder in vielen Gegenden rum... Verschiedene Körperpflegeprodukte wie Spachtelmasse, Eisenfallen und Meißel. Nichts, was ich brauchen könnte. Wenn ich dran denke, was der alles für Nate besorgt hat. Wo sollen wir bitte den Bogen finden? Dann dieses Holzstück für die Termiten. Boah. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Wusa. Ja. Okay, aber zur Drachenhöhle. Mal sehen, wie es ihr geht. Oder ob sie überhaupt noch da ist. Naja. Wow. Hast du Angst? Das hatten wir alle schon. Wie bitte? Ich bin's, Nate. Oh, hallo. Was ist aus deinem Kriegerset geworden? Das ist eine lange Geschichte. Lass dich bei deinen Studien nicht stören. Okay. Drachenlady, ein Gebrüll darf man nicht aussprechen. Man muss es wirklich brüllen. Ach, die wird's nicht raffen. Schmelzofen. Der Ofen ist immer noch heiß, aber meine Schmiedekarriere habe ich hinter mir. Ach komm, du bist auf Level 98, das wird schon. Das ist hier echt gar nichts. Ah, hier. Die Kupferkessel. Ein Haufen Kupferkessel. Einer schöner als der andere. Das hier ist der schönste. Den werde ich mit auf die Mary nehmen. Okay. Ein Kupferkessel. Und die anderen 97. Soll ich die einschmelzen oder so? Egal. Na, meine Süße, was gibt's Neues? Nicht viel. Ich lese immer noch fleißig, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht furchteinflößender geworden. Das wird schon. Vielleicht fehlt dir auch einfach die praktische Erfahrung. Das könnte sein. Aber ohne eine solide theoretische Grundlage will ich lieber noch keinen Schrecken verbreiten. Wie du meinst. Ich störe dich nicht weiter. Mach's gut. Eieiei. Sockenmaßband? Nee. Auch nicht. Wozu brauchen wir jetzt den Kupferkessel? Oder den Haufen Kupferkessel? Ich schätze mal nicht, dass wir hier noch irgendwas tun können, außer mit ihr irgendwann zu sprechen, aber... Nö, man kann hier nur gehen. Ist simpel gehalten, aber... Na, was soll's. So, vielleicht können diese stinkenden Untoten mir wieder helfen. Oder ist der Oh! Der untote Geisternarr steht auf einmal hier draußen. Hat er den Paladin erwartet, aber ne? Die Kiste?
brauche keine pinken Wuschel- oder Spitzenunterwäsche oder irgendwas von dem Zeug. Kein Weiberkram mehr. So, okay. Zum Tauchen. Mal sehen, ob der wieder ansprechbar ist. Oh, okay. Irgendwie nicht. Aber sonst... Das Wasser im Topf hat angefangen, vor sich hin zu köcheln. Das Wasser im Topf... Okay, können wir was daraus abschöpfen? Nee. Irgendwas können wir mit dem Topf noch machen. Ah, koche die Socken. Okay. Mal sehen, wie den billigen Socken eine kochend heiße Wäsche gefällt. Heiß! Na logisch. Sie sind eingelaufen. Eingelaufenes Sockenmaßband. Das heiße Wasser hat die Socken einlaufen lassen. Jede Socke ist nun ein Stückchen kürzer als vorher. Aha. Okay. Kürzer als vorher. Egal. Der Schamane sieht ganz schön fertig aus. Vielleicht hat er was Schlechtes geraucht. Ja, dein Pilz. Moin. Au. Oh, nicht so laut. Kater? Ich werde nie wieder Drogen anfassen. Was cool. Willst du? Und wie war das? Ich suche einen Knochenbogen. Kennst du dich mit Pfeil und Bogen aus? Eigentlich nicht. Scheiße. Aber ich muss einen Knochenbogen finden. Einen Bogen? Aus Tierknochen? Aus Hirschgeweih, nicht von edleren Tieren wie Rindviechern. Ich besitze das Geweih eines Hirschs. Und was willst du dafür? Feuerwasser könnte ich brauchen. Feuerwasser? Du bist gerade runter von den Drogen und schon willst du dir Feuerwasser reindröhnen? Wovon redest du? Feuerwasser ist flüssiges Feuer. Mit ein paar Tropfen kann ich morgens mein Lagerfeuer anzünden. Ach so. Okay. Okay. Und wie war deine Geistreise? Hast du nette Leute getroffen? Frag lieber nicht. An meinen Pilzen kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für diese Dinge. Psst. Weißt du nicht, was mit alten Bullen passiert? Stichwort Wurstplatte. Okay. Willst du mich gar nicht nach meiner Verkleidung fragen? Was für eine Verkleidung? Vielleicht solltest du dir noch ein kleines Nickerchen gönnen. Heißt das, ich schlafe nicht? Okay. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Okay, gut. Feuerwasser. Was willst du jetzt noch? Jetzt müssen wir mit den ganzen Typen nochmal reden. Noch mehr Probleme lösen. Hi, ich bin's, Nate. Ah, mein Freund. Ein, interessantes Outfit. Der Mann von heute ist metrosexuell. Okay. Was kann ich für dich tun? Oh, Mann. Du kennst dich doch mit Knochen aus. Hast du zufällig einen Knochenbogen? Ich? Nein. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass du hier einen findest. Ich weiß zufällig ganz genau, dass ich einen finden werde. Ist das Leben nicht hart? Ach, geht so. Seit der Paladin weg ist, lässt es sich gut aushalten. Folglicherweise hat er mir auch seinen ganzen Krempel dagelassen. Er wird es dir gönnen. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Und du hast dich gewundert, warum er dir nicht verzeiht? Du bist eigentlich auch so ein Ausbeuter. Okay. Das Tor zur Gruft. Das können wir nur betrachten. Das Tor zur Gruft ist mit einer schweren Kette gesichert. Da hat jemand den Laden dicht gemacht. The fuck? Der Eingang ist verriegelt. Und es sieht nicht so aus, als käme ich hier ohne Schlüssel weiter. Die Sehne? Nee. Wozu brauchen wir die Kupferkessel? Verflucht. Heißluftballon, nee.
Gut. Keine Ahnung. Hier geht's wieder zum Orklager zurück. Nein. Zum Oger auch nicht. Doch. Feuerwasser. Vielleicht kann mir da die Drachendame helfen. Mal sehen. Flüssiges Feuer. Das ist doch hier Lava. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Sie hat noch ein paar Kapitel vor sich. Gut, dann lass sie halt in Ruhe. Schwierig. So. Orklager. Mal sehen, ob sich da inzwischen was getan hat. Wo zum Teufel soll ich dieses... Ah, hier, die Anzeigetafel, ne? 12 Fuß, das war Sasis Weite. Okay, die Socken werde ich mal wieder deponieren, ne? Wenn die jetzt eingelaufen sind... Das sollte mich nach vorne bringen. Tja. Gut, jetzt brauche ich aber noch das Holzstück. Der Ork-Häuptling. Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Dabei wollen wir es belassen. Hm. Die Tarnung ist perfekt. Mit der Erzhexe legt sich auch so einer nicht an. Der Häuptling hat die Tarnung. Okay. Die Gute wird heute noch einigen Grund bekommen, sich grün und blau zu ärgern. Naja, hauptsächlich grün. Hm. Gut. Bevor wir jetzt wieder in das andere Lager oder in den zweiten Teil des Lagers reingehen, würde ich an der Stelle erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier versuchen, das Ganze so hinzukriegen, damit Nate, der Vergangenheits-Nate, jetzt gewinnt. Also, bis dahin. Tata!